Was geht, WWE-Universum, und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Das Pay-Per-View Extreme Rules steht kurz bevor und deshalb gibt es heute genau zu diesem Pay-Per-View 10 interessante Fakten. Nummer 1. Wie Extreme Rules entstand. Im Jahre 2005 veranstaltete die WWE ein Pay-Per-View namens ECW One Night Stand. Bei diesem Pay-Per-View fanden viele ECW-Superstars wieder zusammen, um die ECW für einen Abend zurückzubringen. Eigentlich war diese Veranstaltung als einmaliges Ereignis geplant. Trotz alledem fand sie bis 2008 unter diesem Namen statt. Ab 2007 gab es zudem den Untertitel Extreme Rules, aus dem ab 2009 der eigentliche Name der Veranstaltung wurde. Somit existiert das Pay-Per-View Extreme Rules offiziell ab dem Jahre 2009. Nummer 2. Bisher ausgetragene Matchtypen. Seitdem Extreme Rules erstmals im Jahre 2009 ausgetragen wurde, gab es viele verschiedene Matchtypen, die bestritten wurden. Um es als Zahl zu nennen, waren es 28, darunter ein Loser Leaves WWE Match zwischen Layla und Michelle McCool im Jahre 2011, aber auch ein Russian Chain Match zwischen Rusev und John Cena um die United States Championship aus dem Jahre 2015. Nummer 3. Höchste Buy-Rate. Das Main Event von Extreme Rules 2012 hieß John Cena vs. Brock Lesnar in einem Extreme Rules Match. Der Return von Lesnar gegen einen Cena war wohl der Grund, warum die Buy-Rate von Extreme Rules rund 263.000 Käufe betrug. Das sind rund 25% mehr als im Vorjahr und zugleich die höchste Buy-Rate von einem Extreme Rules Pay-Per-View, die jemals erzielt werden konnte. Nummer 4. Das größte Publikum. Während Extreme Rules 2012 die höchste Buy-Rate bisher hatte, saßen 2014 die meisten Fans des WWE-Universums in der Halle. So saßen im Insult Center in East Rutherford im US-Bundesstaat New Jersey 15.907 WWE-Fans im Publikum. Das Main Event in diesem Jahr war übrigens ein Extreme Rules Match zwischen Daniel Bryan und Kane. Nummer 5. Die meisten Gewinne bei Extreme Rules. Der WWE-Superstar mit den meisten Gewinnen bei Extreme Rules trat dort seit 2009 insgesamt 7-mal an und gewann davon 6 Matches. Das eine verlor er aber auch nicht wirklich, da dieses Match in einem Unentschieden im Jahr 2013 endete. Darunter waren Gegner wie Brock Lesnar, Ryback, aber auch ein Randy Orton. Die Rede ist natürlich von John Cena. Nummer 6. Keine Auftritte. Es gibt viele WWE-Wrestler, die bei dem Extreme Rules Pay-Per-View bisher noch keinen Auftritt hatten. Darunter sind viele Jobber, aber auch einige Midcarder. Dass aber eine Legende wie der Undertaker bisher noch keinen Auftritt bei diesem Pay-Per-View hatte, überrascht. Nummer 7. World Champions von 2009. Bei Extreme Rules 2009 gab es insgesamt 3 World Champions und alle 3 sind am heutigen Tag kein Teil der WWE mehr bzw. momentan nicht mehr aktiv im Ring. So war nach diesem Pay-Per-View ein Batista der WWE Champion, widmet sich aber heute seiner Schauspielkarriere, CM Punk der World Heavyweight Champion, aktuell ist er Teil der UFC und Tommy Dreamer der ECW Champion, der heute in den Independent League unterwegs ist. Nummer 8. Die WWE Championship. In diesem Jahr trifft AJ Styles auf den aktuellen WWE World Heavyweight Champion Roman Reigns. Die Chancen stehen allerdings relativ gut, dass Reigns den Titel behält. So wechselte die WWE Championship von 7 Championship Matches bisher nur 2-mal. So gewann 2009 Batista die WWE Championship von Randy Orton und 2011 Cena von The Miz und John Morrison. Nummer 9. Keine Diva-Action. Bei den meisten Pay-Per-Views gibt es wenigstens ein Divas-Match. Diese Matches sind durch die vielen weiblichen Talente im Main-Roster sehr unterhaltsam. Trotz alledem gab es bei Extreme Rules im Jahre 2013 kein Divas-Match in der Main-Show. Nummer 10. Triple H und Extreme Rules Gewinne. Während John Cena die meisten Gewinne bei Extreme Rules hat, ist Triple H genau das Gegenteil. So trat Triple H insgesamt 3-mal bei Extreme Rules an und verlor davon alle 3. Überraschend, wenn man bedenkt, was für ein Name Triple H eigentlich ist. So hat er als Gegner einen Brock Lesnar, aber auch den Shield. Das waren nun 10 interessante Fakten zum Pay-Per-View Extreme Rules. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Hier geht es nun zu meinem letzten Video einer Ausgabe, was wurde eigentlich aus? Ebenfalls geht es hier zum 15. Fakt wieder zu WrestleMania. Für die Desktop-User einfach auf das Video klicken, für alle anderen sind die Links in der Beschreibung. Ebenfalls in der Beschreibung sind alle Links zu den Social Media Plattformen und der Link zur Paraflow Facebook Gruppe. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann ihr dieses Video schaut und ciao!